Schauen wir mal ganz kurz auf Need to Know Face Reveal rein, Leute. Let's go. Wir haben hier vier Kandidaten in einer Reihe. Einer davon ist Need to Know. Drei sind Lügner. Mhm. Im Laufe des Videos werden den Kandidaten Fragen, Aufgaben und Challenges. Wie geil! Und ihr, die Hä, Zuschauer, wie nice ist das denn gemacht? Müsst erraten, wer von den vier der echte ist und welche drei wir machen mit. Lügner sind. Wir machen mit. Wieso hast du eigentlich vor 2 Monaten mich mit einer Banane abgeworfen? Papa! Von demjenigen, wofür am meisten abgestimmt wird, wird das Gesicht im nächsten Video gezeigt. Also, jetzt liegt ganz an euch. Kilian, kennt ihr nicht nur gut genug? Werdet ihr ihn finden? Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Glück. Zum Jahresende wird nochmal richtig aufgedreht. Damit man nicht anhand der Stimme erkennen kann, wer von den Vieren Need to Know ist, wurde seine Stimme aus dem Video geschnitten und von einer anderen Person exakt synchronisiert. Also es bringt nichts auf die Stimme zu achten. Und jetzt let's begin. So, am besten wäre es, wenn du dich einfach mal vorstellst. Ja, guten Tag, mein Name ist Elias, ich bin Need to Know. Zu alt, ist es nicht. Ich bin Need to Know. Reise sehr gerne, spiele sehr gerne Musikinstrumente. Ist es nicht. Ja, ich bin Elias, ich komme aus Holland. Könnte sein. Aus Holland. Ich mache seit ein paar Jahren Videos im Internet und... Ja, hi, ich bin Elias. Ist nicht Elias. Ich schaue sehr gerne Serien und mache natürlich Videos. Auch nicht. Ja, morgen, ich bin der Thilo. Und ich bin Student. Genau. Ich glaube die Nummer 2. Eigentlich bin ich immer cool drauf. Kommen wir zur ersten Frage. Weiß man schon, wer es ist? Typische Frage, die direkt alles entscheiden kann. Darf der Klärwert spielen? Darf Kevin bei mir spielen kommen? Nein! Darf der Kevin Jeff bei mir spielen? Nein! Willst du, dass ich sauer werde? Nein, das will ich nicht! Darf der Kevin Jeff... Nein, Kevin darf nicht spielen kommen! Schade. Nee. Nö. Ja, würde ich sagen. Also Thilo ist ganz raus, oder? Keine Ahnung, weil der... weil ich mit dem Kevin spielen möchte. Wer ist aber Kevin? Ja, ich glaube, Thilo ist es nicht, okay, wa? Du behauptest also, dass du Need to Know bist, stimmt's? Natürlich! Ich bin Need to Know, klar, ja. Dann beantworte mir mal die folgende Frage. Der dritte? Wie oft wechselst du deine inhalierte Sonne? Oder der zweite? Ja, eigentlich so ungefähr täglich. Alle 3 Tage. Also ich finde, so, ich bin ein bisschen ökonomisch unterwegs und ich finde, man muss seine inhalierte Socke nicht jeden Tag wechseln. Bah, Digga. Einmal im Monat etwa? Wie oft inhalierst du Socken? Jeden Tag. Warum sollte ich meine Socken inhalieren? Wieso bist du deiner Meinung nach Need to Know? Nenn mir einen guten Grund. Weil ich behaarte Arme habe. Stimmt, er hat ja richtig haarige Hände. Stimmt. Weil ich meine Socken inhaliere. Das könnte aber auch er hier sein, oder? Ja, alle 3 Tage. Weil... Warum sollte ich meine Socken inhalieren? Es könnte er sein, es könnte auch 3. Es könnte auch 3 sein, ne? Ich bin doch eigentlich Need to Know. Ich bin Thilo, aber ich kann auch so tun, als wäre ich Need to Know. Wie wär's zuerst mit ein bisschen Stimmung? Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Es ist kein Blau. Es ist kein Blau. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Gelb, aber so ein bisschen ins Orange rein. Vielleicht so eine Mischung aus Gelb und Rot. Also vielleicht so eine Mischung aus Gelb und Orange. Also ja, das ist perfekt. Ein Hammer. Ich zeige euch jetzt ein Video und ich möchte wissen, welche Gefühle dieses Video bei euch auslöst. Okay. Ich werde einfach nur unglaublich geil. Ich bin gerade so geil, ich würde diese Katze ficken. Darf der Kevin bei mir zum Spielen? Ach du Scheiße. Sehr nice, dankeschön. Wie lässt sich dieses Video führen?
ein bisschen angeekelt. Bah! Leicht verstört und das macht mich auch ein bisschen fertig, muss ich sagen. Okay. Traurig, ja. Wie lässt sich dieses Video fühlen? Ich liebe Minion, ich habe auch ein Minion-Puzzle zu Hause sogar. Nächste Frage, was machst du gerne in deiner Freizeit? Aber bevor wir die Frage beantworten, haben wir hier eine Schüssel. Voiceball! Die Voiceball ist eine Schüssel, worin ein Haufen Persönlichkeiten stecken. In welche? Hier die folgende Frage beantworten müsst. Das passt nicht! Nein, du musst mir das aufschreiben. Das war schon gut. Nein, werden sie nicht. Die Kandidaten müssen die Frage, was machst du gerne in deiner Freizeit, in der Stimme beantworten, die sie ziehen. Es könnte aber auch sein, dass es die 1 ist, weil sein Satzbau ist nicht immer so hundertprozentig korrekt. Er hat einen leichten Akzent. Vielleicht könnte der boah, Digga, wirklich aus Holland kommen, wa? Alkoholiker. Das ist, glaube ich, in falsch geschrieben, Alkoholiker. Roboter. Ich weiß es nicht, da steht nichts drauf. War das nicht geplant? Was ist ein Alkoholiker? Mach mal einen Alkoholiker. Leute! Nicht der Neue kommt aus den Niederlanden, ist nicht so? Ampelsuge! Ahnen! In meiner Freizeit esse ich gerne Socken. Ah, oh, geil. Sehr lecker, sehr lecker. Ich wollte das. Die Socke. Eigentlich sieht man mein Gesicht ja ähnlich, ne? Ja, eigentlich. Das war absolut. What? Was? Wieso sitzt diese Taube? Warum sitzt die da? Tauben sitzen nicht. Hör auf zu sitzen! Ich hab gesagt, hör auf zu sitzen! Wieso sitzt diese Taube? Was macht die da? Boah, das könnte auch er sein, oder? Boah, ich hab gar keine Ahnung. Warum sitzt die da so? Das ist eine Taube und die sitzt auf dem Boden. Also eine Taube, die auf dem Boden sitzt. Oh nein, warum sitzt diese Taube? Denkt ihr echt, ich schrei jetzt rum. Das ist eine Taube, die liegt. Nächste Frage. Wie buchstabiert man Camembert? Wie Kuchen, das ist Kamommenkäse. Wieso Kuchen? Man sieht doch, dass es Kammerbär ist. Das ist Kuhmundbärkäse. Das war doch Kamama-Mama-Bär. C-A-M-E-M-B-E-R-T. Der ist raus. B-E-R-T. Kamembert. Okay, das ist einfach. Ich habe da ja ein Video zu gemacht. B-E-R-T. Richtig. C-A-M-B-A-A-T. Kambart. Digga, das ist was anderes. Cyboy. Dankeschön. Oh nee. Cyboy. So, damit man besser eure Gestik sehen kann, will ich, dass ihr euch jetzt eine Maske aufsetzt. Und dafür haben wir die Maskenball! In der Maskenball befinden sich verschiedene Masken, von denen ihr eine rausziehen müsst. Nehmt einfach die ganze Schüssel. Ja. Das ist so eine dumme Frage. Es ist nur einer. Ey, das ist gar keine Auswahl. Tüte. Ich will nicht ersticken, Leute. Ne? Hallo. Hallo. So hübsch aus. Brot. Kann man direkt mehrere? Zwei. Hallo. Ja, die 1 ist es ja schon mal nicht, oder? Könnte es die 1... Digga, was ist das? Könnte es die 1 doch sein? Wow. Heizung. Wir haben leider keine Maske. Nee, ich glaube, er ist es nicht. Warum genau habe ich jetzt eine Elektroheizung gekriegt? Weil ich glaube, dann ist es die 3, dann ist es doch er, glaube ich. Okay, wie ihr wisst, ist Nietenau niederländisch. Also sag was auf Niederländisch. Goedemiddag, mijn naam is Elias. Ongelofelijk. Das heißt unglaublich auf Niederländisch. Geil.
Nani? Hast du mich mit einem Tortilla abgeworfen? Nein. Egal, okay. Nächste Frage. Ich bin Need to Know und ich habe ein elektrisches Verbot. Oh, ich glaube, es ist die 3. Ich habe vergessen, wie man Niederländisch spricht. Ich glaube, es ist die 3, oder? Du hast es vergessen jetzt gerade. Ja, ja, aber eigentlich kann ich das. Okay, das macht sehr viel Sinn. Mann, das kann doch nicht sein! So, nächste Frage. Wie hat die ganze Darf der Kevin spielen kommen Sache angefangen? Ich hatte ein Video hochgeladen, in dem ich auf Katzenbilder reagiert habe. Dann habe ich halt als Witz gesagt: Darf der Kevin jetzt bei mir spielen kommen? Und irgendwie wurde das dann zu einem Meme. Ja, der Kevin war irgendwann da, also vor meiner Tür stand diese Katze, also ich habe die Tür, also es hat geklingelt an der Tür, also ich war zu Hause und ich habe gerade Socken gegessen und es klingelt an der Tür und da steht also diese Katze und ihre Augen sind nicht in ihrem Gesicht, ihre Augen sind an ihren Ohren, also sie hat Augen an ihren Ohren und sie fragt mich, ob der Kevin spielen kommen soll und ich frage, bist du der Kevin? Und sie, nein. Aber darf der Kevin vorbeikommen? So, ich würde den mitbringen. Nicht so, ja, wer ist denn der Kevin? Also, ist der korrekt? So, was macht er denn so? Und sie so, kann ich nicht sagen. Also, ich will nur wissen, ob der spielen kommen darf. Und dann war ich so, nee. Ja, seitdem werde ich immer wieder gefragt, ob er spielen kommen kann. Und ich sag immer nein, aber die Leute fragen mich immer wieder. Allein deshalb, weil ich so oft gefragt werde, habe ich schon überhaupt keine Lust mehr drauf. Was war das denn? Einige behaupten, Need to Know hat Lego-Haare. Was übrigens nicht stimmt! Zeig mir deine Haare. Dass ihr anhand meiner Stimme denkt, dass ich Lego-Haare habe, das ist ja mal was komplett anderes. Zeig mir deine Haare. Es ist die 3, es ist die 3, Leute, ich sag's euch. Meine, welche Haare? Tilo, lass es. Das sind beide wunderschöne Haare. Findest du das in Lego haben? Ja, also wenn... Ja, nein. Als nächstes habe ich eine Schüssel. In dieser Schüssel sind... Challenge Bowl! Die Challenge Box? Nein, die Challenge Bowl ist eine Schüssel, in der ein Haufen... Was hast du mit dem gemacht? Mama. Okay, wie genau ziehe ich die Karte? Also... Ja, wie soll er denn jetzt ziehen, Digga? Wie soll ich das denn vorlesen? Banane essen. Soll einfach nur eine Banane essen? Zufälligerweise hat mir Sabine gerade hier ein paar Bananen hingelegt. Fünf schöne... Oh. Oh, Digga, what the fuck? So isst man doch keine Banane, man isst die seitwärts. Mayonnaise trinken. Stereo-Mayonnaise. Wie krass das vorbereitet ist, ne? Anfängst, möchte ich dir sagen, dass wir noch eine zweite Option haben. Wie soll ich einen Duck-Tap um mein Gesicht machen? Ich habe eine Heizung auf meinem Kopf. Du brauchst das wirklich nicht zu trinken, wenn du nicht willst. Also, wir haben auch noch... Oh, Scheiße. Oh, das ist schlecht. Check mal schnell rein. Es ist wieder drin. Mach mal Licht an, irgendwie. Ich habe Mayonnaise an der Hand und ich verstehe nicht warum. Ah, ich erkenne das Problem. In die Mayonnaise gefallen. Und hast du reingeschickt nochmal? Und im Dunkeln habe ich nicht gesehen, dass deine Mayonnaise macht. Deswegen habe ich Mayonnaise. Wir haben jetzt also einen Stromausfall, weil du Mayonnaise in unsere Steckdose gelegt hast. Ja, so wie es aussieht schon. Ein Reset der Stromkasse, eine eventuelle Steckdose weiter. What the fuck? Wie krass. Können wir bitte das Licht anmachen? Als nächstes eine Aufgabe. Mach. Hör auf mit dem Brot! Mach ein dummes Talent. Irgendwas Cooles machen. Okay. Irgendwas Cooles machen. Digga, es ist schon ein sehr unterhaltsames Video. Es ist schon ganz geil. Ich bin mir sicher, dass die 3 ist. Oh nein, die arme Katze. Ja! Das ist mein Talent. Können wir bitte das Licht anmachen? Mach ein dummes Talent. Ja, es ist die 3 wegen dem Synchronisieren Mach halt, ne? Ein dummes Talent. Mama! Können wir bitte das Licht anmachen, dann können wir ein Eis essen gehen. Ich denke, dass das hier ein ganz guter Zeitpunkt wäre, um aufzuhören. Der Typ ist nur noch seine Maske am Essen. Der denkt immer noch, das Licht sei aus. Und die beiden, ja, keine Ahnung. Und jetzt seid ihr gefragt. Stimmt in den Kommentaren ab, von wem ihr denkt, der echte Need to Know zu sein. Also quasi ich. Es ist entweder Kandidat 1. Meine hallo, verdauen. Kandidat 2. Aus 50 Stiften sind auf jeden Fall mein Mund. Kandidat 3. Können wir... Bitte das Licht anmachen. Oder Kandidat
Wer irgendjemand stimmt für Thilo ab. Ich warne euch, wer jemand stimmt für den Mann. Ihr habt bis zum 3.1. Zeit, um abzustimmen. Das nächste Video kommt dann in 3 Jahren, Alter. Am 1. um 19.10 Uhr werden dann die jeweiligen Gesichter gezeigt. Um 19.10 Uhr? Abstimmen könnt ihr übrigens mit den jeweiligen Hashtags oder einfach unter diesem Video. Und ich wünsche euch viel Es ist die 3. Glück. Es ist die 3, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Es ist die 3. Wisst ihr warum? Ich habe das Video damals geschnitten. So ist es leider.